Technologie ist wichtig. Wenn ich als Deep Tech Unternehmen antrete, entscheidet am Schluss auch die Technologie. Alleine hilft das aber nicht. Erstmal vielleicht die Frage an dich, Thomas. Was aus technischer oder aus unternehmerischer Sicht, was ist da wichtig, um ein IT-Unternehmen nicht scheitern zu lassen? Gut, ich meine, IT-Unternehmen ist jetzt breit. Ich schränke das Ganze jetzt ein, wenn eine Technologie im Fokus steht, also so eine technologieorientierte Gründung. Und da ist es wichtig, dass man sich klar machen muss, es braucht Jahre, bis so eine Technologie entsteht. Und da habe ich natürlich ein Finanzierungsthema. Da muss ich mir Gedanken drüber machen. Und es hilft wenig, Wunschdenken zu betreiben, zu sagen, ach, in 3 Jahren ist die Technik fertig. Nein, es wird nicht klappen. Zweiter Punkt, ich brauche einen Partner im mittelständischen oder im Konzernumfeld, der mir hilft, mein Produkt marktgerecht zu entwickeln und auf den ich nachher referenzieren kann, um den zweiten großen ansprechen zu können. Denke ich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Drittens, ich brauche ein gemischtes Team. Oder vielleicht, das kann sich auch auf wenige Personen konzentrieren, aber ich habe einfach unterschiedliche Aufgabenstellungen. Technologie ist wichtig. Wenn ich als Deep Tech Unternehmen antrete, entscheidet am Schluss auch die Technologie. Alleine hilft das aber nicht. Ich brauche Leute, die das Ganze erklären können. Und die das transportieren können, um diesen ersten Partner zu gewinnen, um aber auch Kunden zu begeistern. Kann ich voll und ganz unterschreiben. Aber zusätzlich muss man unbedingt neben der Idee, die man hat, immer verifizieren, wie sieht der Wettbewerber da aus. Weil das ist ein großes Hemmschuh, was ich sehe bei sehr vielen technischen Unternehmen, auch technischen Lösungen, die dann denken, ja, das brauchen sie nicht zu beurteilen. Weil diese weißen Flecken, die man dann hat gegenüber einer Wettbewerbssituation, sind gerade in Ausschreibungen, gerade in Entscheidungen bei großen Unternehmen, ist das nachher der Genickbruch, was da nicht zum Erfolg führt. Das Zweite ist, und das haben Sie exzellent bewiesen mit Ihrem Bruder, Durchhaltevermögen zu haben. Weil es gibt genug Frustrationen. Das ist eine gigantische Wellenbewegung und man muss Selbstbewusstsein haben und wirklich eine extrem hohe oder nicht, man sagt da glaube ich hohe Frustrationsgrenze haben, bevor man die erreicht, weil man muss jeden Tag wieder neu aufstehen und auch wenn ein Misserfolg da war, das realisieren. Und das vermisse ich auch bei sehr vielen Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, neben diesen harten Faktoren, diese beiden weichen Faktoren zu haben. Mhm. Ja, super. Ja, ich würde noch darin ergänzen, also gerade was Sie auch angesprochen haben, da sind auf einmal Wettbewerber, also die richtigen Marktbegleiter. Es gibt noch einen weiteren Marktbegleiter, der ist eigentlich auch noch sehr massiv, das ist die Veränderung. Ja, gerade wenn man im hochtechnologischen Bereich ist, dann muss man immer verändern und das ist ja auch die Aufgabe des Vertriebs, dass man etwas, einen Status, jeder ist irgendwie zufrieden, ja, weil die Leute arbeiten mit Dingen, die sie ja kennen und da einen Wechsel stattfinden zu lassen, ist glaube ich auch eines der größten Herausforderungen, auch da sich klar zu sein und das so schnell wie möglich, ja, Sie hatten es ja auch schon angesprochen, auch auszutesten, ja, so schnell wie möglich auf den Markt, nicht den Familienmitgliedern pitchen, das bringt nichts, die sind immer sehr froh, denken, ach, hast du toll gemacht, junge Mädel, das ist eine schöne Idee, die du hast, sondern raus an den Markt, diejenigen fragen, die wirklich auch, auch wirklich auch kritisch sind und auch gute Kritik geben können und darauf aufbauen.